Ja, hi und schön, dass ihr heute dabei seid zu dem heutigen Workshop. Wir haben ja schon das ein oder andere Video gedreht. Heute wollen wir ein Workshop-Video drehen, Sebastian. Schön, dass du mit dabei bist Ja, hi heute. Wir Sascha. sind heute zu zweit hier unterwegs. Einmal, ja, Sascha Klein, du bist mein Name. Ich bin ja aus der vertrieblichen Ecke und Sebastian, bei dir ist das ja anders. Du kommst aus der Dynamics-Ecke und bist eher technisch unterwegs, oder? Richtig, genau. Wir werden dann heute zeigen, im Prinzip, wie die F&O-Schnittstelle funktioniert, exemplarisch, wie man sie einrichtet. Nimm sie mal mit. Wir nehmen sie mit, das mal einzurichten. Und genau, bin da technisch unterwegs, Sascha. Ja, klasse. Und ich denke, das ist somit natürlich für all jene, ja, die zukünftig vor der Aufgabe stehen, sowas einzurichten, eine gute Orientierung, damit man auch weiß, hey, was kommt denn da eigentlich auf mich zu? Denn das ist ja immer genau das Thema. Ja, wir haben sehr viele Videos schon gedreht über fachliche Themen. Ja, warum brauche ich DMS? Wie rufe ich das aus? Wie fühlt sich das aus F&O heraus an und so weiter? Aber was bedeutet das denn für mich eigentlich als Techniker? Was ist zu beachten, wenn so ein potenzielles Projekt auf mich zukommt? Ja, und das sind genau die Themen, darum geht es. Also von daher eben das heute als ein technischer Workshop für technische Kollegen, selbstverständlich. Und ja, das, was mir noch ganz wichtig ist, es heißt hier in der Überschrift, wie funktioniert das technische Zusammenspiel mit einem Develop-DMS? Und das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir gleich einsteigen. Bei der Develop ist es ja so, dass wir auf der einen Seite eben ja das Develop-Document haben, das Develop-eigene Dokumentenmanagementsystem. Auf der anderen Seite gibt es dann aber eben auch den SharePoint online basierenden Ansatz, wo wir ebenfalls entsprechende Werkzeuge für haben, um Microsoft 365 zu einem vollwertigen DMS auszubauen. Ja, und letztendlich ist es so, dass die Schnittstelle hier in beiden Welten ja analog funktioniert. Ich kann mir das ein Stück weit vorstellen, wie bei einem, keine Ahnung, bei einem Autohersteller, der 2 Liter TDI, der schnurrt im Skoda genauso wie im Volkswagen etc. Und so ist das hier letztendlich auch. Welches DMS in welchem Anwendungsfall wann einzusetzen ist, ob das Documents oder Documents for Microsoft 365, das ist dann sicherlich nochmal eine andere Frage, die dann auch von IT-Strategie etc. abhängig ist. Das würden wir heute nicht besprechen, aber es ist sicherlich wichtig zu wissen, dass es diese beiden Welten an der Stelle ja gibt. Und ja, was wir hier einfach mal machen können, ist, wir gehen vorher mal rein, bevor wir uns hands-on gleich uns das Ganze angucken und schauen uns die Grundlagen hier einfach nochmal an. Und wir sehen ja auf der einen Seite, ich habe das Dynamics 365 Finance and Operations, das ist das ERP-System, was vielleicht A schon da ist oder gerade eingeführt wird, je nachdem. Unten drunter dann die entsprechende Develop-DMS-Lösung, von der ich gerade gesprochen habe. Wenn ich denn jetzt Informationen übertragen möchte, oder die Zusammenarbeit gewährleisten möchte, dann gibt es da unterschiedliche Informationen und vielleicht kannst du da was zu sagen. Was wäre denn dann hier besonders wichtig? Ja, welche Informationen wir übertragen. Genau. Ja, einerseits, was können wir machen? Was beinhaltet unsere Lösung? Das Bereitstellen vom Stammdaten, zum Beispiel für einen ERV-Prozess, Eingangsrechnungsprozess, den man mit der Develop abbildet, oder auch andere Daten halt zur Bildung der ganzen Aktenstrukturen etc. Ja, ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also ich komme zum Beispiel mehr so aus der M365-Ecke. Da übertragen wir dann eben wirklich Kreditoren, Debitoren, Stamminformationen als Beispiel, um Aktenstrukturen zu generieren. Ja, dann gibt es da natürlich noch was weiteres als Endanwender. Ist, glaube ich, der Punkt hier ganz besonders relevant, Ja, oder? Dokumentenexport begegnen uns sehr oft. Natürlich auch, wenn es um die Frage geht, revisionssichere Belegarchivierung oder wenn es darum geht, irgendwie auch zentralisiert Dokumente halt zur Verfügung zu stellen, wo auch jeder darauf Zugriff hat. Vielleicht hat nicht jeder Zugriff auf das F&O-System. Sind wir natürlich in der Lage, dann diese Belege, die erzeugt werden, zum Beispiel ein Angebot, zum Beispiel eine Bestellbestätigung aus dem F&O heraus zu extrahieren und dann bereitzustellen halt in Develop, in einem DMS-System, zum Beispiel auch dann, wie gesagt, für die revisionssichere Belegarchivierung. Klasse. Und dann haben wir natürlich auch noch den Dokumentenaufruf. Ist ja ganz klar, ich will nicht immer mit zwei Systemen parallel arbeiten müssen, sondern ich habe ein führendes System und hey, Sebastian, das ist für mich F&O. Hol mich bitte in dieser Welt ab. Also, was ist da zu tun? Ja, genau. Also ich möchte natürlich, so wie du es gesagt hast, wollen wir natürlich da auf die Dokumente darauf wieder zurückgreifen. Das heißt, der User soll sich wohlfühlen und soll auch dann aus seinem Kontext heraus, wo er gerade arbeitet, vielleicht ist er gerade in der Bestellung, soll er einfach per Klick einfach auf eine Bestellakte zum Beispiel kommen, wo alle Dokumente oder Korrespondenz halt vorhanden sind und sofort einsehbar für ihn sind. Ne? Okay, weißt du was? Ich zeige das hier einfach mal und vielleicht machen wir das wirklich so. Wir gucken uns das hier einfach mal an.
Wir gehen mal in zwei Bestellungen oder in zwei Akten-Szenarien rein, bevor wir dann gleich in die Technik abtauchen. Ja, dann können wir das ja noch mal ganz gut nachvollziehen. Ja, ich mache das hier einfach mal, damit man sich das auch ganz gut noch mal vorstellen kann. Ich bin ja hier in F&O und das zeigen wir vielleicht einfach mal stellvertretend für beide Welten, für das Microsoft, für den Microsoft DMS-Ansatz, für den Develop DMS-Ansatz. Ja, man sieht ja hier zum Beispiel, ich bin innerhalb einer F&O-Bestellung unterwegs, habe dort bereits ein Dokument übertragen. Dieses Dokument liegt jetzt hier eben auch in meinem DMS an der Stelle. Und ich habe jetzt die digitale Aktenstruktur aufgerufen und kann dann hier eben vollumfänglich auf alle Informationen zugreifen, die im Kontext dieser Lieferantenbestellung denn dann relevant sind. Ja, und so sieht das natürlich auch auf der anderen Seite aus. Vielleicht zeigst du das auch nochmal und lass uns danach doch in die Technik einsteigen. Genau, jetzt haben wir eben ganz kurz. Genau, es ist ein anderes System. Genau, dahinter ist wieder Documents konfiguriert, aber jetzt nur um ganz kurz das einmal zu zeigen, wie es mit einer anderen DMS-Lösung aussehen würde, dann von Develop, würde es zum Beispiel so aussehen. Ich öffne die Bestellung und würde dann hier jetzt, genau, hier sehe ich dann halt meine Belege. So sieht es aus im Prinzip für Develop Documents. Klasse. Genau, also eine Schnittstelle, die dann eben unterschiedlich einsetzbar ist an der Stelle. Genau. So ist es. Und jetzt hätte ich eine Frage. Also wir wollen uns ja heute mit Technik befassen, nicht mit Endanwender-Use-Cases. Von daher wäre jetzt die Frage, wenn ich denn dahin kommen möchte, dass ich diese Funktion nutze, um zum Beispiel ein Dokument zu übertragen, um es dann auch aufzurufen, was wären da jetzt so typische Wege, die ich konfigurativ zu beachten hätte? Was kommt da auf mich zu? Kannst du uns da heute so ein Stück weit mitnehmen und uns das einfach mal so ein bisschen zeigen, bitte? Ja, komplett. Also ich zeige das gerne. Genau, Einstiegspunkt kann der Develop Store sein. Wo ich dann die verschiedensten Lösungen von Develop auch buchen kann. Hier zum Beispiel suche ich jetzt für Dynamics 365, also 365, und würde dann diese App buchen und auch mit der initialen Buchung einer App würde auch eine Develop Cloud Instanz erstellt werden. Und dort springen wir mal rein. Das heißt, hier habe ich meine Develop Cloud Instanz. Genau, hier liegt auch schon ein DMS vor, das Develop Documents, das ist auch Bestandteil dieser Instanz, die ich jetzt hier schon heute Morgen erstellt hatte und habe auch dann die Dynamics App gebucht. Dann gehe ich jetzt hier unter Konfiguration und ich habe natürlich jetzt irgendwo mein F&O-System, was ich vielleicht schon in Betrieb habe oder in Betrieb nehmen werde, weil ich mich gerade vor einem Go-Live befinde zu F&O. Aber ich muss ja irgendwie auch noch das passende Gegenstück haben auf der F&O-Seite und dazu scrolle ich hier ein bisschen runter. Hier gibt es den Menüpunkt Integrationspakete. Und hier kann ich halt die Integrationslösungen von uns für Dynamics beziehen. Einmal die für F&O und auch eine weitere noch für Sales. Und kann das herunterladen und bekomme dann ein Deployable Package, was ich auf meine F&O-Instanz dann deployen würde. Okay. Genau, das mache ich jetzt hier, genau. Und würde sie dort bereitstellen. Nachdem ich das getan habe, wechseln wir mal wieder, gehen wir mal ins F&O-System rein. Nachdem ich das getan habe, und ich denke auch, einige werden sich die Frage stellen, wie bekommt man dieses Paket überhaupt da rein im Prinzip, macht man halt oft zusammen mit den Dynamics-Partnern an der Stelle, die wir auch. Ich glaube, da geht es ja auch immer um die Frage, wer hat die Hoheit über das System, was ist dann, wenn wirklich mal ein Thema dort ist, ein Support-Case etc. Ne? Genau, also wir sind dort an der Stelle ein ISV, also jemand, der Software ausliefert und arbeiten dann mit den Partnern zusammen. Sind auch bei den Partnern, glaube ich, auch schon gut bekannt im Prinzip bei diversen Dynamics-Partnern, die es dort draußen gibt. Und genau, die würden dann unser Paket damit aufnehmen und das dann auf ihre Systeme dann ausrollen oder deployen bereitstellen. Okay. Das Endergebnis ist dann, oder das Ergebnis davon ist dann, wir haben dann hier zum Beispiel einen Menüpunkt, Develop Connect. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Konfiguration rein, weil jetzt wollen wir das F&O zusammen mit der Develop Cloud bringen. Dazu gehe ich dann einmal unter Develop Connect Parameters. Und was ich jetzt hier brauche, ist dann einmal die Develop Cloud Domäne. Die wird halt erstellt, während die Cloud Instanz erstellt wird. Die kann man auch dann selbst benennen.
Das ist jetzt hier im Prinzip mein Kürzel, weil das meine Instanz ist. Ja. Und was wir dann noch brauchen, klar, wir müssen einmal wissen, wie heißt diese Instanz von Develop, und dann müssen wir uns natürlich auch irgendwie authentifizieren. Das soll ja nicht jeder einfach Zugriff drauf haben. Dafür gehen wir einmal auf Anmeldeoptionen und erstellen einen sogenannten API-Key. Das heißt, dass wir durch ein Geheimnis oder durch ein Secret dann mit der Develop Cloud sprechen können. Ich label das hier auch mal als F&O. Habe jetzt hier einen API-Key, kann mir den hier kopieren, füge ihn hier ein und dann mit diesen beiden Daten, das heißt mal Connect to Develop Cloud Platform, stelle ich eine Verbindung her mit meiner Develop Cloud Instanz. Wir springen mal eben ganz kurz drauf und sehe dann auch jetzt hier, ich befinde mich wieder in der Develop Cloud und habe jetzt hier Verbindungsdaten schon mal erstellt. Ja, okay. Also das heißt, was wir jetzt hier geschaffen haben, Sascha, ist, dass ja, das F&O mit der Develop Cloud sprechen kann. Funktioniert das auch schon umgekehrt? Und genau, gute Weil wenn du das so Frage. sagst, dann ist das jetzt das Erste, was mir einfällt. Genau. Vor allem, ich habe folgende Frage auch nochmal. Also, du bist jetzt in den Store reingegangen, du hast was gebucht, hast ein Package eingespielt und hast dann gesagt, wir bauen jetzt ein Connect gegen die Develop Cloud auf. Das würde dann also bedeuten, dass die Develop Cloud an der Stelle wie so eine Art Middleware zu betrachten ist an der Stelle. Ist das richtig An oder wie der kann ich mir das Stelle vorstellen? kann man das so betrachten im Prinzip. Also die Develop Cloud Plattform ist erstmal eine Plattform, die eine Grundlage bereitstellt dann für mehrere Applikationen, die dort auch Ja. bereitgestellt werden. Ein Teil stellt Develop bereit, ein Teil aber auch andere sogenannte App-Builder oder andere Softwareanbieter können auf der Develop-Plattform auch Apps anbieten, die dann in irgendwelchen Fachanwendungen münden. Also was auf jeden Fall als Middleware bezeichnet werden kann, ist, denke ich, dann unsere Applikation, die wir in der Develop-Plattform auch Ja, das haben. ist, glaube ich, ein guter Punkt, ne? Und dann Genau. wird das Und übertragen in dann wird das Richtung. übertragen in die jeweilige Fachanwendung. Das kann sein, Ihr DMS, was Sie von Develop beziehen, oder es kann sein, Develop Invoices, das heißt eine komplette Eingangsrechnungsverarbeitung als solche Fachlösung. Es gibt auch noch andere Szenarien, Contract, also Vertragsmanagement oder auch Signierung von Dokumenten Okay, oder auch noch ja. weitere Lösungen, die in die Develop-Plattform angeboten werden. Ja. Also wir fungieren hier als Teil einer Middleware, aber Develop-Plattform an sich, genau, ist wie gesagt eine Plattform für diverse, viele andere Möglichkeiten. Ja, okay. Das ist schon mal ganz gut, um das besser nachvollziehen zu können. Jetzt haben wir ja hier diesen Connect in die eine Richtung. Was ist jetzt zu tun? Oder brauchen wir einen beidseitigen Connect? Genau, wir brauchen einen beidseitigen Connect auf jeden Fall. Also, weil wir wollen ja auch zum Beispiel Stammdaten abziehen oder abgreifen oder nachfragen. Und Ja. dafür müssen wir natürlich auch, müssen wir die Plattform auch mit den F&O-Systemen sprechen können. Genau, jetzt haben wir es hier schon ein bisschen vorbelegt. Das heißt, ich habe hier den, wir kennen jetzt hier schon die Adresse, wir kennen den Mandanten, wir kennen auch die Tenant-ID. Was jetzt hier noch fehlt, ist, dass wir eine Azure-App Registrierung erstellen für die Authentifizierung Richtung F&O. Das machen wir jetzt einmal. Jawohl. Und gehen wir mal ganz kurz hier in Azure rein. Was ich dort machen muss, ist eine Azure-App-Registrierung erstellen. Das mache ich in der Active Directory. Warte, bis es hier bereit ist. App-Registrierung, neue Registrierung. F&O, ich weiß nicht, ich sag's mal Demo. Sie Aber werden solltest du wahrscheinlich das bei sich. Kaufmannsund dort vielleicht durch ein normales Und oder mach nur Ja, FO. ich mach mal ein N. Alle Zeichen, Marker anscheinend nicht. Okay. Registrieren. Da warten wir mal kurz auf Azure. Ja, einen Augenblick scheint er zu brauchen. Ich würde ja behaupten, es ist vielleicht schon da. Ich traue mich mal mit einem F5 an. Ja. Mal Na, gucken. Ich da weiß nicht. kam was. Anwendung. Ja, das ist dann halt das, wenn es live ist, ne? Dann kommt sowas halt auch mal. Aber da ist es schon. Also ich denke, es war einfach dann nur ein Anzeigeproblem. F&O Demo, genau, jetzt haben wir die registriert. Jetzt müssen wir da noch sagen, ja, was darf denn eigentlich diese App-Registrierung? Gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Wahrscheinlich kennen Sie das auch schon. Und wir müssen jetzt hier Berechtigungen setzen, um halt mit F&O kommunizieren zu können. Dazu wählen wir Dynamics ERP aus und dann nachfolgend dann alle drei Berechtigungen, fügen die hinzu. Und damit wir das Ganze auch benutzen können, brauchen wir noch ein Secret.
Ah, wir erstellen mal hier für 24 Monate, mit dem wir uns dann authentifizieren können. So, und diese beiden Werte, die trage ich hier schon mal ein. Also kleinen Schlüssel, genau, unser Secret. Und nochmal auf die Übersichtsseite, Anwendungs-IDs, da haben wir dann, ja, da haben wir dann die Azure-App-ID. Das reicht aber noch nicht, weil jetzt muss noch Dynamics wissen, okay, also man muss diese Azure-App-Registrierung oder diese ID auch erlauben und auch mit einer Berechtigung versehen. Also das funktioniert, indem hinter der Azure-App-Registrierung, ich habe das schon mal vorbereitet, ich zeige das einmal ganz kurz, dass wir auch dahinter einen User konfigurieren müssen. Zum Beispiel Develop Connect, die wir mit bestimmten Berechtigungen ausstatten. Jetzt habe ich hier schon zwei Rollen vergeben. Also wir liefern auch damit unserer Schnittstelle. Darum müssen Sie sich nicht kümmern, sondern wir liefern zwei verschiedene Rollen aus, je nachdem, welche Anwendungsszenarien Sie verfolgen. Ne, wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ich möchte nur die Belegarchivierung machen, dann reicht schon die eine Rolle. Wenn Sie aber sagen, nee, ich möchte aber auch Eingangsrechnungen verarbeiten oder Accounts Payable Automation, dann brauchen Sie auch die andere Rolle, mit dem wir dann die Privilegien bekommen, um halt mit mehr Daten arbeiten zu können, mit Bestelldaten, Lieferscheindaten etc. Cool, Oder aber halt auch dann kann eine ich das ja Rechnung so ein bisschen steuernah, erzeugen. ne? Wie viele Rechte ich dann tatsächlich vergebe, Ja, etc. genau. Es ist halt wichtig, dass ich halt möglichst dann nur die Rechte vergebe, die auch tatsächlich gebraucht werden. Man kann Ja. auch sehen in Dynamics, was da wirklich hintersteckt, zeige ich jetzt aber nicht. Aber mit den vordefinierten Rollen haben wir den Zugriff, Cool. den wir Ja, aber hier geht brauchen. es ja erstmal um den Überblick. Genau. Und dann muss ich noch dafür sorgen, dass auch dieser User, ich füge da mal jetzt die ID hin. Jetzt haben wir eine neue Azure App-Registrierung erzeugt, die hier. Und sage dann, hey, diese Azure App-Registrierung verwendet jetzt genau diesen User, so Develop Connect, und damit wird halt die Berechtigung gesteuert. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, wir schauen mal im Prinzip, ja, die Daten hier habe ich erfasst, okay, wie die Berechtigungen vergeben werden, haben wir gerade auch gesehen, okay, Verbindung testen und ja, die Sieht Verbindung gut ist jetzt aus. erfolgreich erstellt worden. Ja. Also jetzt haben wir es wirklich bidirektional, dass wir sowohl in der Lage sind, ja, die Develop Cloud kann mit F&O sprechen, aber auch andersrum, das haben wir halt initial gemacht und können dann eigentlich mit dem eigentlichen Doing anfangen, mit der ganzen Magic, die noch dahinter steckt. Ja, das ist ja mal das, was, glaube ich, aus Endanwendersicht ganz interessant ist, ne? Also, was ist jetzt zu tun, um Dokumente zu übertragen, als Beispiel? Ja, fangen wir damit an oder zeigen wir das einmal. Genau, ich denke, ein gutes Szenario ist dann die Angebotsbestätigung im Prinzip über das Angebot schreiben. Dazu gehen wir einmal unter Develop Connect wieder. Und hier gibt es den Punkt Setup, Report, Report Parameters. Und hier definiere ich jetzt dann die Belege, die wir erfassen wollen in unserer F&O-Integration. Hier gibt es auch noch, genau, also ich kann natürlich hier hingehen und nochmal alles auch manuell eintippen. Also was wir jetzt hier sehen, wenn ich zum Beispiel Sales Quotation auswähle, dass ich das hier auswählen kann. Sie können aber auch dann auf Templates zurückgreifen. Da sparen wir uns ein bisschen Zeit. Es kann auch sein, dass Sie auch eigene Belege haben im Prinzip. Weiß nicht, die komplett neu sind, auch ein eigenes Präfix besitzen. Oder auch, was uns auch häufig passiert, dass der Kunde vielleicht da nicht im Standard bleibt, sondern auch eine andere Output-Management-Lösung verwendet, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Lasernet, Advanced Forms etc. Da gibt es viele diverse Lösungen auf dem Ja, Markt. die trifft man auch immer wieder an, ne? Und das ist auch mit Genau. immer eine der ersten Fragen. Könnt ihr dies, das und jenes unterstützen? Genau, also wir unterstützen natürlich nativ dann SSRS oder halt auch Electronic Reports, also diese Business Documents, aber auch mit anderen Lösungen kennen wir uns aus und haben dafür Lösungen parat. Ich bleibe jetzt aber Also. im Standard, weil ich jetzt hier auch in der Umgebung nichts anderes installiert habe. Und dann schauen wir uns mal die Sales Quotation an. Wurde jetzt hier vorbelegt, dann gehe ich mal unter Report Attributes. Und was ich jetzt hier einstelle oder was ich jetzt hier sehe, sind die Eigenschaften, die mir auch für die Konfiguration zur Verfügung stehen. Also die Eigenschaften, mit denen wir arbeiten können. Ich sehe dann hier auf der ganz linken Seite Tabellenname. Das ist die Tabelle, die wir einfach im Zugriff haben technisch und dann die ganzen Felder. Und was man ja auch sieht, ist, Feldname ist vielleicht ja, fast korrekt der Ausdruck, weil es kann sowohl ein ja, sag ich mal, physikalisches Tabellenfeld sein, als auch vielleicht eine Display-Methode. Okay. Die sehen wir zum Beispiel hier. Ja, was ist eine Display-Methode überhaupt? Eine Display-Methode, genau, wird dann halt zur Laufzeit ausgeführt.
Dahinter steckt ein bisschen Logik, ein bisschen Business-Logik kann dahinter stecken und damit kann ich Eigenschaften anbieten, die jetzt nicht unbedingt an der eigentlichen Tabelle hängen, sondern die ich mir dazu hole, mit einer Logik oder vielleicht mit einer Bedingung. Also mit anderen Worten, ich baue mir mein eigenes Feld. So genau, so kann man es sagen, genau. Und das führt natürlich, oder genau, das schafft auch hier Flexibilität, weil auch die Kunden haben natürlich auch eigene Kundenfelder zum Beispiel oder bestimmte Szenarien. Ja. Und darüber kann es dann abgelöst werden oder gelöst werden. Nicht abgelöst, sondern gelöst werden. Ja, was ja mitunter auch eine gewisse Flexibilität abbildet an der Ja, Stelle. auf jeden Fall, weil da habe ich eigentlich, also alles, was logisch irgendwie dann abbildbar ist, kann ich halt als Information hier noch hinzuführen und dann später als Metadaten dann auch mit übergeben. Okay, ich lasse mal einfach mal dieses Standard-Set stehen. Man sieht hier die Spalte Active, dass hier einige auf aktiv sind. Das sind jetzt alles die Eigenschaften, die wir benutzen, um sie naja, Richtung Develop Documents zu übertragen. Und deswegen sage ich einfach mal, okay, Export, ja, fertig und stelle es einfach mal als Export bereit. Also mit diesem Flag würde jetzt, wenn eine Sales Quotation gedruckt werden würde, würden wir das mit archivieren. Wir müssen aber noch eine Sache tun, weil das ist jetzt der Punkt, den ich auf F&O-Seite machen muss. Ich muss noch etwas tun auf der Develop Cloud-Seite, weil wenn das Dokument entgegenkommt, muss ich ja auch, also wir haben natürlich immer diese Mapping-Frage im Ja, Prinzip. lass mich fahren. Er muss wissen, wo soll ich es jetzt hinschieben, in welche Dokumentart, mit welchen Feldern. Genau, Ja. kennen wir eigentlich, in der Vergangenheit war das auch ja, mit ein bisschen Leid verbunden im Prinzip, weil ich Ja, da ja, an ja. diversen Stellen mappen musste. Jetzt Ich kenne es das ja noch ist ganz gut aus der früheren On-Premises-Zeit. Also meine Beratervergangenheit ist ja schon ein bisschen her und daher kenne ich das noch ganz gut. Ja. Das war früher mal so ein Thema, was ja mitunter zeitintensiv sein konnte. Einfach weil man nicht den sofortigen Test halt hatte, ob das denn jetzt auch wirklich erfolgreich ankommt. Und das ist ja in der Cloud-Welt ja mittlerweile ein bisschen anders gelöst. Genau, ein bisschen einfach geworden, weil wir auch in der Lage sind, aktiv nachzufragen, was ist denn eigentlich konfiguriert? Und ich zeige mal, wie es aussieht. Also ich gehe jetzt hier nochmal in die Develop Cloud auf die Startseite Zuordnungen und würde jetzt eine Zuordnung erstellen von einem Dokument, was ich von F&O bekommen werde, auf das Schema, was dann halt vorliegt im Develop Documents. Also hier sehe ich, wenn ich jetzt Quellen aufklappe, dann sehe ich zum Beispiel, dass der Eintrag dort fehlt. Das hat aber den Grund, weil ich einen Schritt vergessen habe. Aber lass mich mal eben ganz kurz dahin gehen. Ja, Oder ist das das? zeigt auch mal so Ja, typische das. Stellen, ne? Wo man immer wieder dran denken muss. Von daher lass uns das doch gerne mal Ja, angucken. genau. Gehen wir nochmal ganz kurz hin. Wir müssen natürlich sagen, mit welchem DMS-System denn unser F&O-System arbeiten soll. Das machen wir jetzt hier in der Develop Cloud. Das heißt, wir öffnen mal die Verbindungsdaten. Und sagen dann, hey, das Ablagesystem ist jetzt Develop Documents. Jetzt steht hier nur eins zur Verfügung, weil ich auch nur eins gebucht habe. Ja. Aber sollte ich zum Beispiel die SharePoint-App buchen, hätte ich hier SharePoint zur Auswahl. Okay, das heißt, dann kann ich das darüber ziemlich gut steuern. Genau, das fehlt jetzt natürlich noch, weil wir hätten jetzt da nichts erwartet. Ich muss eben mal einstellen, hey, dieses F&O-System wird ja auch Dokumente bereitstellen. Und dann werden wir es auch gleich sehen, was ich zeigen wollte. Ist aber gut. Ist vielleicht gut zu wissen, dass das vielleicht eine Stelle ist, wobei man stolpern kann. Nochmal unter Zuordnung. Und wenn jetzt alles gut läuft, wird das System auch angebunden. Da ist es. Der Eintrag ist jetzt neu. F&O, genau. Jetzt sehen wir halt die Sales Quotation, die wir in F&O konfiguriert haben. Die Okay, wird jetzt hier. DEMF ist der Mandant dann wahrscheinlich, ne? Genau, das ist der Mandant. Genau. Sage ich hier Angebot. Und jetzt würde ich das Thema hier mappen. Und der Vorteil ist halt, wir haben jetzt live abgefragt, welche Reports sind eigentlich konfiguriert. Und deswegen können wir auch abfragen, welche Eigenschaften stehen dann auch zur Verfügung. Jetzt sage ich hier mal eben, die Sales Quotation Report soll auf das VK-Angebot gehen als Dokumentart. Und hier würde ich jetzt, ja, es ist immer noch Fleißarbeit, aber hier würde ich jetzt einmal das Mapping vornehmen und sagen, die Data Area ID, das ist hier ein bisschen technisch angehaucht, wird dann halt auf den jeweiligen auf das Feld Mandant geschlüsselt. Dann zum Beispiel Customer Name, war das Customer Name? Customer Number, fangen wir damit an. Die Kundennummer geht gegen das. Genau. Okay, also jetzt exemplarisch einfach mal die Konfiguration von so 2, 3 Meter Information wahrscheinlich.
Genau, das ist ein Doing, das fällt nicht weg, das muss noch getan werden, weil die Struktur auch unterschiedlich aussehen kann, auch die Felder können unterschiedlich sein und das müssen wir dort einmal machen. Ja, gut, aber ne, ist ja sofort links, rechts, ich habe direkt die Auswahl, alle Felder werden live eingelesen, sodass ich dann ja am Ende auch sicher bin, dass das richtig übertragen wird. Genau, ist einmal die Auftragsnummer und ich glaube, dann haben wir aber auch ein Set, mit dem wir arbeiten können. Wie gesagt, da kann man sich auch austoben und die Möglichkeiten. Bei der Sales Quotation, ne? Wolltest du Auftragsnummer oder Angebotsnummer haben? Nee, danke, Angebotsnummer. Genau, die Angebotsnummer und speichern das ganze Ding. Klar, okay. Ich muss es einmal machen und dann ist es drin. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann zeigen wir einmal, dass es auch jetzt so funktioniert mit den paar Schritten, die ich da vorgenommen habe. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal eine Sales Quotation generieren. Sales and Marketing, all Sales Quotations und würde jetzt hier einfach mal eine neue Sales Quotation erzeugen. Ich erzeuge mal eine komplett neue. So. Okay, ja. Gut, ich glaube, das kennen die meisten. Ne? Das ist dann ja F&O Standard. Jetzt wählen wir ein Item aus für irgendein exemplarisches Angebot. Wir speichern das und jetzt kommt wahrscheinlich dann der Punkt, was interessant wird. Genau, jetzt kommt nämlich der Punkt, genau, der interessant wird wegen dem Senden. Und zwar in diesem Fall drucke ich jetzt das Dokument und sobald es gedruckt wird, werden wir halt getriggert und dann ziehen wir uns die PDF ab mit den Metadateninformationen, die ich da gerade konfiguriert habe und bereiten die erstmal für den Export vor. Mhm. Und jetzt wird dann das Dokument sofort in das DMS übertragen oder was passiert da jetzt genau? Nee, noch nicht. Also es gibt noch einen Schritt dazwischen, auch aus guten Gründen im Prinzip, weil wenn du das direkt machen würdest, ich meine, was würde passieren, wenn zum Beispiel ein Fehler auftritt, dann wird der Endanwender das sehen und der wüsste gar nicht, was damit zu tun. Habe ich mir als Endanwender noch nie Gedanken drum gemacht, um ehrlich zu sein. deswegen technisch ist es, weil es jetzt, wir machen einen technischen Workshop hier, ist es im Prinzip separiert der Prozess, das heißt, der Benutzer würde halt diese Interaktion jetzt durchführen und wir würden es erstmal nur in einer Exporttabelle speichern mit einem Job, hey, du hast da was zu tun. Und ich zeige mal eben die Exporttabelle, weil wir auch dort den Prozess weitermachen können. Genau, den habe ich jetzt hier und jetzt haben wir hier einen neuen Eintrag von gerade eben. Ich gucke mal eben auf die Eigenschaften, ich kann mir eben auch die Eigenschaften alle mal anzeigen lassen. Und kann mir auch den Content herunterladen. Genau, und dieses Dokument steht jetzt für die weitere Verarbeitung zur Verfügung. Man wird das dann idealerweise, oder man wird das dann über einen Batchjob lösen. Also das heißt, ein Job, der alle, weiß nicht, 10 Minuten, eine halbe Stunde ausgeführt wird, je nachdem, wie auch die Systemauslastung ist, wird dann halt die Dinge übertragen oder die Dinge tun, die noch zu tun sind, die offen sind. Ja. Ja, ich kenne sowas ja eher aus dem Demo-System, wo ich ja regelmäßig unterwegs bin. Da ist das so eingestellt, dass ich das drücke und dann ist das auch relativ schnell da und ich kann es dann auch aufrufen. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Gut, das heißt, ja, sorry. Genau, hier machen wir es einmal manuell, aber das heißt, genau, der Prozess ist da zweigeteilt. So, Export Selected Report, jetzt übertragen wir das einmal manuell mit der Hoffnung, dass es auch funktioniert. Ja, es hat funktioniert, der Prozess ist durchgelaufen. Wir konnten das Dokument, man sieht es ja am Processor, das Dokument wurde jetzt halt exportiert, in diesem Fall halt in Develop Documents. Und dann tauchen wir doch wieder ab in Develop Documents und schauen uns doch mal das Ergebnis an. Dazu gehe ich einmal über die Suche zum Beispiel, sage Verkaufsangebot und sehe jetzt auch hier für die Nummer mit am Ende mit der 4, klicke auf Suche und dann werden wir dort das Dokument wiederfinden, was wir gerade erstellt haben, auch mit den Daten, die wir gerade ausgewählt haben. Genau, waren ja nur 3-4 Felder, die wir exemplarisch hatten. Genau, dass wir die halt übertragen im Prinzip. Okay, jetzt hast du ja hier die Eigenschaften. Kannst du mal das Dokument zeigen? Natürlich, genau. Okay. Genau, ist ja natürlich jetzt Standard-Template von Microsoft. Ja, aber es geht ja auch erstmal nur um das Prinzip, ne? Um zu sehen, funktioniert das? Ja, nein. Wenn ja, welche Komplexität ist damit verbunden? Und das haben wir hier ganz gut nachvollziehen können. Genau, mit den Eigenschaften auch, die man überträgt, können halt Aktenstrukturen auch gebildet werden. Das ist jetzt einfach der einfachste Fall, dass ich erstmal Dokumente jetzt reinbringe in meinem DMS, das befüttert, die Sachen dort ablege. Ja. Im Hintergrund kann auch konfiguriert werden, wie lange die auch revisionssicher vorgehalten werden sollen. Das heißt, hier hätte ich schon sofort die Revisionssicherheit, hey, 10 Jahre soll das Ding da liegen und fertig. Ja. Genau, und damit haben wir jetzt die notwendigen Schritte, glaube ich, einmal gezeigt. Das ist eigentlich relativ einfach.
Wobei mich ja jetzt eine Sache noch interessiert, ne? Also ich nehme jetzt nochmal diese Endanwenderperspektive ein. Das Dokument ist jetzt übertragen worden mit den Metainformationen, die wir konfiguriert haben. Alles cool. Aber ich habe ja anfänglich gesagt, ich will nicht immer beide Systeme parallel verwenden. Ich will da abgeholt werden, wo ich tagtäglich unterwegs bin. Und das ist dann für mich vielleicht das Finance and Operations. Und dort aus der Sales Quotation heraus kann ich das Dokument da auch aufrufen. Ja, richtig, genau. Muss man einmal konfigurieren. Aber was wir Ja. auch ermöglichen, ist diese Dokumentabsprünge. Ganz wichtig, weil, wie du schon sagst, ich will ja nicht irgendwie immer zwischen den beiden Welten Ja. da hin und her switchen, sondern es eigentlich Hand in Hand gehen. Und dafür ist was zu konfigurieren. Wir zeigen es auch mal, weil wir technisch ein bisschen abtauchen. Und hier stelle ich ein, wie ich meine Absprünge gestalten möchte im F&O-System. Gehen wir mal eben kurz die Spalten durch, dann erkläre ich eben, wie es funktioniert. Das ist eigentlich recht simpel, aber auch sehr, sehr, sehr gut, was man dort machen kann, sehr Ja, flexibel. ja. Ich erstelle mal einen neuen Eintrag und das Erste, was ich machen muss oder entscheiden muss, definieren muss, ist ja von welchem Formular, also von welcher Dynamics-Maske möchte ich denn einen Absprung erlauben? In diesem Fall würde ich zum Beispiel sagen, weiß nicht, Sales Quotation, List Page, die technischen Begriffe, das muss halt jemand tun, der weiß, wie die Formulare dort heißen. Würde sagen, okay, wenn ich mich in diesem Formular befinde, möchte ich einen Absprung ermöglichen. Ja, okay. Dann muss ich noch, dann kann ich eine URI angeben oder ein URI-Template, also eine URL. Ich habe da schon mal was vorbereitet, weil sonst breche ich mir da einen ab. Oh ja, ich weiß schon, was du meinst. Genau, das ist jetzt hier ein Template, das ist dokumentiert, wie ich an die Informationen komme. Es ist auch ein bisschen ein Unterschied, ob ich jetzt wieder Documents oder SharePoint nehme. Technisch gesehen ist es so, ja, es wird eine URL hier erfasst und ich kann mit, ja, Technisch gesehen. es wird technisch gesehen, es wird ja eine URL hier erfasst und ich kann halt die bestimmte Werte mit einem Platzhalter ersetzen. Okay, mit anderen Worten, Such-Hyperlink. Genau. Und gehen wir mal hier vielleicht auf dem Icon Hilfe. Help, der sagt uns, was wir eigentlich alles machen können an der Stelle. Sagen wir zum Beispiel Value 1 und dann würden wir jetzt hier anstatt Mandant würden wir Value 1 hinzufügen und anstatt Angebotsnummer, was jetzt da auch statisch ist. Ja. So, diese beiden Werte würden wir jetzt hier eintragen. Und das sind Platzhalter, die zur Laufzeit halt mit den eigentlichen Werten, die wir brauchen, ersetzt werden. Ja. Also was ich Okay. jetzt hier angebe, ist dann auch technisch, auf welcher Tabelle ich arbeiten möchte. Sales Quotation Table. Und der erste Wert, genau, ist der Mandant. Das ist dann die Data Area ID. Und der zweite Wert ist die Sales Quotation ID. Oder die technisch gesehen ist hier die Quotation ID. Und kann dann auch sagen, wie soll das aufgerufen werden? Also wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, modaler Dialog, das hatten wir gerade auch schon gezeigt. Das ist Ja, dann halt das war anfänglich, ne, als wir genau, dort den Button gedrückt legt haben. sich sozusagen da drüber. Ja. Sieht sehr gut aus. Ist auch meine erste Wahl im Prinzip. Und was ich noch machen kann, ist das auch sofort als in neuen Fenster darstellen. Je nachdem, wie man das braucht, kann man das hier konfigurieren. Ja. Sehr So. gut. Das heißt, jetzt ist dann soweit alles konfiguriert und wir können das schon sehen. Genau. Das ist dann sofort wirksam. Also wenn wir jetzt in die Sales Quotation reingehen, dann sollte uns ein Button angeboten werden, Open Documents, ja. Und wenn wir draufklicken. Haben wir einen Vorführeffekt? Was haben wir vergessen? Ja, wir müssen natürlich noch erlauben, dass FNO darauf zugreifen darf. Ja. Also da geht es darum, ist nicht unbegründet. Und zwar geht es darum, welche Iframe-Inhalte ich darstelle. Ne? Und Ah, ja, das okay. Thema ist Und schon das ist jetzt hier erstmal abgelehnt worden, die ja, es ist Verbindung halt zur Verfügung. seit einigen Jahren wird da sehr sensibel auch zu Recht mit umgegangen, dass ich sage, okay, ich erlaube es, dass Fremdinhalt in einem Iframe dargestellt wird. Ja, also es ist schon sicherheitsrelevant. Vielleicht auch gut, dass wir darüber gestolpert sind. Ich muss das einmal erlauben. Jawohl. Dazu gehe ich unter Konfiguration. Ja, genau, scrolle ich ein bisschen runter und dann unter Integrationseinstellungen. Da muss ich jetzt sagen, hey, das FNO-System halt auch in ein Iframe
angezeigt sein darf. Ja, oder dass ich das in dieser URL auch darstellen darf. Ne? Mhm. Und genau, jetzt funktioniert der Aufruf auch. Mhm. Okay. Und wie ich es dann anzeige, ob ich jetzt das Dokument anzeige, ob ich die Akte anzeige oder so wie jetzt hier die Übersicht der Ergebnisse, das kann ich dann entsprechend konfigurieren. Genau, das kann auch gesteuert werden. Ich habe jetzt hier erstmal eine URL konfiguriert, der mir nur die Ergebnisliste anzeigt, aber ich habe da natürlich auch Spielraum. Also ich kann jetzt hier, und das jetzt kommen wir zu Spielraum und zur Flexibilität, wenn wir nochmal zurückgehen, uns anschauen, was wir da konfigurieren können, ist ja, dass wir an jeglichen Formular von Dynamics einstellen können, hey, was soll ich öffnen, auch in welchem Kontext? Und damit erlauben wir erst, dass wir wirklich dann sagen können, okay, auf der Bestellung öffne zum Beispiel eine Bestellakte, je nachdem, wie ich es brauche. Oder wenn ich auf einer Rechnung bin, öffne dann eine Rechnungsakte oder eine Kreditorenakte etc. Okay. Das heißt, das kann man dann frei definieren auch, ja, was möchte ich eigentlich öffnen? Sind das jetzt Akten, die ich anzeige, Ergebnislisten oder direkt auf das Dokument? Das wird alles halt bestimmt durch diese URL, die ich hier definiere, technisch gesehen sehr simpel, aber mit einem hohen Impact letztendlich. Ja, ja, klar. Für mich als Endanwender ist das natürlich eine ganz coole Geschichte, ne? Genau. Okay, aber das bedeutet ja, dass wir, ja, ich glaube, jetzt einmal den Rundlauf gemacht haben, ne? Wir haben darüber gesprochen, was für Grundlagen gibt es, wie komme ich denn jetzt überhaupt an so eine Schnittstelle, wie spiele ich die ein, was ist wo zu konfigurieren, damit wir A, Dokumente übertragen können und B, diese dann eben auch aufrufen können. Und welche Stolpersteine gibt es, darüber haben wir auch gesprochen. Das, da hast du uns hier sicher hingeführt, was ich ganz cool finde, weil ich glaube, das sind ja wirklich auch so die Dinger, die dann im echten Leben dann passieren und deswegen haben wir auch genau diesen Workshop gemacht, um das einfach mal live so ein bisschen zu untermalen, was denn so typische Schritte sind, was für Stolperfallen es gibt und wie man das dann letztendlich lösen kann. Ja. Mir hat das geholfen, auch als Nicht-Techniker hier nochmal einen Überblick zu bekommen. Ich hoffe natürlich, dass den technischen Kollegen das nochmal einen weitaus höheren Mehrwert bietet, weil man da, glaube ich, dann relativ konkret schon eine Vorstellung bekommt. Und selbst wenn man schon im Projekt ist, hey, guckt es euch an, ihr habt da eine gute Vorlage, glaube ich. Und Sebastian, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was machen wir denn jetzt mit der Eingangsrechnungsverarbeitung? Ja, die können wir eigentlich jetzt auch mal eben kurz zeigen, wahrscheinlich im separaten Video, aber wir machen das eben auch noch mal ganz kurz. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, wir verdeutlichen konnten eigentlich, wie einfach das ist. Also ich muss gar nicht so viel tun. Ich bekomme von Develop eine Integration, die ich halt einspielen muss, diese Integration. Auch diese Deployments laufen sehr gut, auch wesentlich besser, als wir das damals hatten in der X-Welt irgendwie, sondern da hat Microsoft wirklich eine gute Architektur hingestellt, sodass auch dann gewährleistet werden kann, hey, dieses Package kann ich auch fehlerfrei deployen auf meinem System wir integrieren uns da auch an Dynamics, nicht mehr in Dynamics, sondern die Richtlinien haben sie sehr gut aufgebaut, finde ich, dass es sehr stabil ist, was wir da haben. Ja. Und ich hoffe, wir konnten das verdeutlichen, wie simpel das eigentlich ist. Sowas mal in Betrieb zu nehmen. Aber lass uns das mit der ERV. Für mich war das auf jeden Fall so, den roten Faden, den konnte ich nachvollziehen. Okay. Und folglich, wenn ich das kann, dann können das bestimmt auch ganz viele da draußen. Ja, danke dafür schon mal. Ja. Und wir machen noch ein zweites Video zum Thema der Eingangsrechnungsverarbeitung. Also es gibt ja auch eine Eingangsrechnungsverarbeitungslösung der Develop. Und wir wollen auch hier natürlich zeigen, wie man das Ganze entsprechend anbinden kann an Finance and Operations, sodass ich da nachher ja direkt aus dem Freigabe-Workflow heraus durchbuchen kann. Ja, tausend Dank. Ich hoffe, es war hilfreich und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn Rückfragen etc. vorhanden sind, die zu besprechen sind, nutzt das Formular, was unterhalb des Videos verlinkt ist. Stellt eure Rückfragen, lasst uns drüber sprechen und ja, wir freuen uns auf den persönlichen Austausch. Danke. Dankeschön.